So, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, es gibt ein weiteres Update zum Thema Glücklichsein, Klammern, Selbsterkenntnis. Und das, was ich hier erzähle, ist etwas ganz, ganz Einfaches. Im Endeffekt bekommt die Aufmerksamkeit einfach nur Aufmerksamkeit. Das ist im Endeffekt schon alles. Wie das nachher praktisch sich gestaltet, das können wir ungefähr so handhaben. Du bist dir einfach bewusst, da wo du gerade bist, dass da jetzt gerade der Körper ist. Jetzt in dem Fall vielleicht sitzt er gerade, dann kannst du wahrnehmen, oh, mein Körper, der sitzt gerade. Wie fühlt er sich an? Die Aufmerksamkeit geht auf den ganzen Körper. Und sofort ist das Körperbewusstsein da. Gut. Funktioniert natürlich auch im Alltag wunderbar, wenn man spazieren geht, wenn man vielleicht einkaufen geht, auf der Arbeit, wenn man Sport macht. Es geht überall. Das Körperbewusstsein ist sofort da, sobald man den Körper bewusst wahrnimmt. Bei allen Tätigkeiten, in allen Lebensbereichen. Gut. Dann gleichzeitig, ohne das jetzt zu vernachlässigen, kann man die Gedanken wahrnehmen. Was denke ich denn gerade so? Denke ich gerade positiv, negativ? Denke ich überhaupt etwas, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf meine Gedanken richte? Denn meistens ist es so, sobald wir die Aufmerksamkeit auf das Denken richten, dass das Denken in dem Moment anhält. Dann gehen wir, ich sage jetzt einfach mal scheinbar nach innen mit der Aufmerksamkeit und schauen. Und es ist auf einmal ganz still. Das ist so wie mit dem Sprichwort, wenn im Haus das Licht brennt, kommen die Diebe nicht rein. Das heißt, fühlen einfach mal in uns rein. Welche Gedanken entstehen gerade? Ah, die und die oder vielleicht keiner. Das Gleiche machen wir jetzt mal mit den Emotionen. Dann fühlen wir mal in uns rein. Sind da Emotionen? Und wenn ja, wie fühlen sie sich an? Positiv, negativ, neutral? Das heißt, wir entwickeln langsam ein Bewusstsein für den Körper, für die Gedanken und für die Gefühle. In dem Moment, wo wir bewusst das Denken wahrnehmen, sind wir nicht mehr mit dem Denken identifiziert. Ein Hauch Identifikation ist allerdings doch noch da. Wir sind vielleicht zu 99% nicht mehr mit dem Denken identifiziert, wenn wir es bewusst wahrnehmen. Das Gleiche gilt natürlich mit den Emotionen, das Gleiche gilt für den Körper. Das heißt, sobald wir anfangen, bewusst wahrzunehmen, unseren Körper, unsere Gedanken, unsere Gefühle und das Umfeld, was sich gerade zeigt. Vielleicht sind wir jetzt gerade im Park oder in der Stadt oder auf der Arbeit oder im Supermarkt, wo auch immer. Wir entwickeln also ein Bewusstsein für unsere Lebensumstände, die sich gerade zeigen. Und dann können wir wunderbar die Wechselwirkungen wahrnehmen. Wir können wahrnehmen, ach, ich bin hier gerade beim Einkaufen, der Körper ist gerade in Stress, weil er schnell nach Hause möchte. Ah, und dann bemerkt man das. Und schon der Körper fängt an, sich zu entspannen, effizienter zu handeln. Und gesünder zu sein, denn der Energiefluss steigert sich jetzt gerade. Dann diese Gedanken, die das gedacht haben, die eine Emotion ausgelöst haben, die sich im Körper so ausgewirkt hat. Diese Gedanken jetzt werden erkannt, ihnen wird nicht mehr geglaubt und sie regulieren sich. Und dann kommt vielleicht gar kein Gedanke mehr diesbezüglich. Oder es kommt einer, der ein bisschen kreativer ist und sagt, gut, dann noch schnell hier und da und dann fertig und weiter geht's. Das heißt, die Gedanken von Stress lösen sich in dem Moment auf. Die Emotion, wenn sie bewusst gefühlt wird, von Angst, von Sorge, von Enge, von Anspannung, kann bewusst gefühlt werden und dadurch keinen Schaden mehr anrichten. Diese Emotion von Stress und Sorge kann somit nicht mehr das Denken vergiften, noch den Körper vergiften. Also löst sich diese Emotion nach und nach auf. In dem Moment, wo wir bewusst das Denken, die Emotionen, den Körper wahrnehmen, braucht sich eigentlich gar nichts mehr zu verändern. Das ist das Geheimnis. Das ist im Endeffekt der Beweis dafür, dass du wirklich bewusst wahrnimmst. Denn wenn du so halbherzig, ich sage jetzt mal so halbbewusst wahrnimmst, das heißt, da ist jetzt ein Ich-Gedanke, ein Konstrukt von ich nehme jetzt mal bewusst wahr, was um mich herum passiert. Ah, und jetzt nehme ich die Gedanken wahr, die Gefühle und den Körper. Ah, und jetzt müssen sie sich ja langsam auflösen, ne? Dann wird das natürlich nicht passieren und es wird dann uns auch weiterhin stören, wenn wir die Dinge anfangen, bewusster wahrzunehmen. Denn wir übersehen immer noch den Ich-Gedanken, der jetzt glaubt, diesen spirituellen Prozess,
den er selber als spirituellen Prozess erfindet, weil er ja dachte, dass er als Mensch in einer Welt lebt. So hat dieser Ich-Gedanke die weltliche Ebene erfunden und dieser Ich-Gedanke findet dann auch die spirituelle Ebene, wo er dann glaubt, er könnte bewusst wahrnehmen. Das muss man alles mal gehört haben, damit man diese Strukturen auch noch als Gedanken erkennen kann, damit man ja auch zur hundertprozentigen Wahrnehmung kommt, wo es kein Seher, Sehen und Gesehenes mehr gibt, wo Wahrnehmung gleich das ist, was passiert. Eins sein, das Unbeschreibliche. Manche nennen es auch Präsenz oder Energie. Das heißt, im Endeffekt ist das alles hier sehr, sehr simpel und sehr, sehr einfach. Und es ist jetzt oder nie schon vollbracht. Nur solange du den einen Gedanken übersiehst, mit dem du dich dein Leben lang identifizierst, genauer gesagt, es ist dieser eine Gedanke, den du übersiehst, der überhaupt dein Leben erfindet, der dich überhaupt glauben lässt, geboren zu sein, sterben zu können und mit vielleicht ein bisschen Glück wiedergeboren zu werden. Das ist eigentlich das, was dein Leben ausmacht. Das Gefühl von ich lebe ist im Endeffekt ein Gedanke, der mit Emotionen und dem Körper interagiert. Und daraus entsteht nachher eine Energetik von mir passiert das. Mich gibt es in dieser Form wirklich und irgendwann in dieser Form wirklich nicht mehr. Und hier ist etwas sehr Paradoxes drin, denn für das Denken ist es selbstverständlich, dass es so wahrgenommen wird alles. Und das ist auch in Ordnung so, das hat auch seinen Platz. Es ist natürlich nicht getrennt von der Einheit, etwas so wahrzunehmen. Deswegen ist das Identifiziertsein auch das Sein. Das Sein als identifiziertes Sein bleibt die Einheit. Das ist alles gar kein Problem. Aber für das, was wir nennen Selbsterkenntnis, in Klammern glücklich sein, und vielleicht ist das Wort glücklich sein hier vielleicht noch ein Tick angebrachter, in diesem glücklich sein ist Freude ohne Ursache. Und diese Freude, die ohne eine Ursache ist, das ist der natürliche Zustand. Das ist das, was du schon immer warst, bist und sein wirst. Nur dadurch, dass wir könnten sagen, die sogenannte Basisidentifikation irgendwann mal passiert ist, im Kleinkindalter, und dadurch, dass Sein sich mit sich selbst identifiziert, mit seiner eigenen Schöpfung, oder überhaupt sich als eine Schöpfung versteht, damit es sich mit sich selbst identifizieren kann und so weiter. Dadurch ist es ja so, dass die Freude des Seins, der Essenz, die du wirklich bist, scheinbar nicht mehr offensichtlich ist. Und dadurch stehst du halt immer genauso da wie zuvor, dass du entweder deine Ziele nicht erreichst und nachher denkst, ja, hier fehlt was, die Zeit läuft, der Mensch wird nicht 1000 Jahre alt, also schneller und weiter. Und dann kommt der Stress. Oder du schaffst deine Ziele alle und stehst nachher genauso da und sagst, ja gut, jetzt habe ich alles geschafft. Wo ist denn die große Erfüllung? Wo es wurde doch versprochen, wenn ich diese Sachen alle habe, tue, mache und kaufe. Es wurde doch versprochen, wenn man gesund ist und wenn man vielleicht wohlhabend ist und die perfekte Partnerschaft hat und vielleicht, was weiß ich, in Saint-Tropez lebt, dann wo ist das denn jetzt, dieses Glücksgefühl? So, wo ist das? Stand doch auf der Packung drauf. Das heißt, diese zwei Arten, unglücklich zu sein, indem man nicht bekommt, was man will oder bekommt, was man will, das ist eigentlich die Gnade des Göttlichen, weil nichts ist gut genug, außer das, was du wirklich bist. Und das ist glücklich sein, das ist Selbsterkenntnis, das ist Einssein. Und die Welt als das Sein passiert als identifiziertes Sein, scheinbar so eine Zeit lang, dass egal, was du hast oder nicht hast, es nicht reichen wird, damit dadurch Leid entsteht. Und dieses Leid wird dir den Weg nach Hause zeigen. Dieses Leid ist wie eine Art Navigation, das sich wieder zurückführt dahin, von wo du aus scheinbar gestartet bist und in Wahrheit schon immer warst, bist und sein wirst. Und so ist das Leid im Endeffekt der treueste Lehrer, den du hast, der beste Freund, den du hast. Der wird dir immer genau zeigen, was echt ist oder was unecht ist. Und wenn der Mensch nicht vor einem Mülleimer oder vor einer weißen Wand, wo nichts passiert, glückselig einfach so stehen kann, dann hat er es einfach noch nicht verstanden mit dem Herzen. Das heißt, die Fassade ist zum Scheitern gemacht worden. Die spirituelle Suche ist auch nur eine weitere Fassade. Deine Ich-Gedanke, der sein Glück in der Welt gesucht hat, der es jetzt in der Spiritualität sucht, warum sollte er da erfolgreich sein? Es wird nicht möglich sein. Der Ich-Gedanke,
Das Ego, in anderen Worten, das ist die Täuschung, relativ gesprochen. Und das ist der Widerstand in Person, könnte man auch sagen. Die Wurzel der Suche, des Widerstrebens, es reicht nicht, ist im Endeffekt dieser Gedanke, mit dem du dich identifizierst. Und dieser Gedanke braucht im Endeffekt nur durchschaut zu werden von dem, was gerade mich hier sitzen sieht und mich hier sprechen hört. Aber das, was dort drüben scheinbar wahrnimmt, wie ich hier sitze und die Worte aufnimmt, die ich sage, die Worte, die ich sage, sind nicht zur Umsetzung gedacht. Denn wenn du das, was ich sage, versuchst umzusetzen, ist da wieder ein Ich-Gedanke, das nicht zugehört hat. Und dieser Ich-Gedanke, der nicht zugehört hat, der denkt dann, ich fühle mich nicht gut, weil ich es noch nicht geschafft habe. Also setze ich um, was hier gesagt wird, und dann habe ich's. Nein, das wird ja hier gar nicht gesagt. Hier wird was ganz anderes gesagt. Hier wird gesagt, solange du dich mit dem Gefühl identifizierst, etwas fehlt, solange du dich mit dem Gedanken identifizierst, der denkt, ich bin ich und ich kann es aber noch schaffen, dass dieses Gefühl hier fehlt, was sich auflöst. Und wenn ich es nicht in der Welt geschafft habe, dann schaffe ich es halt in der Spiritualität oder auf dem Mond. Aber ich werde es irgendwo schaffen. Das gilt es zu erkennen, dass da eine Instanz ist, scheinbar, die sich als Du ausgibt und die dann dazu gemacht worden ist, um zu leiden, damit du endlich wieder deine ganze Herrlichkeit erkennst. Und solange du es nicht tust, wird diese Fiktion dir so viel Leid bringen, egal ob du deine Ziele schaffst oder nicht, in beiden Fällen, dass du irgendwann mal auf die Idee kommst zu erkennen, was habe ich eigentlich mit dem Leid, mit der Story, mit den ganzen Suchen auf all den verschiedenen Ebenen zu tun. Irgendwann mal wird es so sein, und wenn ich sage irgendwann mal, wann kann das denn sein? Kann das gestern sein? Gibt es überhaupt ein Gestern? Nein, es gibt Gedanken, die sich um etwas drehen, das mal passiert ist und jetzt wieder gewandelt ist. Und das wird dann als Zeit interpretiert, als gestern. Das ist im Endeffekt das Gestern nur ein Gedankenraum. Ein paar Fotografien an Formen, die mal so aussahen vielleicht. Was ist die Zukunft? Wieder nur ein paar Gedanken im Kopf, die sich eine Welt vorstellen, wie sie sein könnte, wenn ich mich jetzt richtig bemühen würde. Das heißt, als Menschsein brauchen wir natürlich das Denken, Fühlen und Handeln. Das sind die Werkzeuge als Menschsein. Und die in Harmonie bewusst zum Ausdruck gebracht, wo dann auch weiterhin der Gedanke als Zeitfaktor seine Rolle hat. Wunderbar. Das Sein will sich ja als das erfahren, als was es sich weiß. Fülle. Und das bewusste Sein ist das erfüllte Leben als erfülltes Menschsein, wo das bewusste Denken, Fühlen und Handeln die passenden Lebensumstände ja zur Verfügung stellt. Denn auf relativer Ebene, solange die Identifikation besteht, hast du ja schon bemerkt, dass es im Leben keine guten und schlechten Umstände gibt. Das heißt, es gibt passende oder unpassende. Aber was ist schon gut oder schlecht? Der eine sagt, ich möchte gerne im Leben das erfahren. Dann kriegt er das. Und nach einer Zeit, ist das jetzt gut? Nein, muss noch mehr sein. Das reicht nicht. Das heißt, gut und schlecht, das sind im Endeffekt nur Vermutungen. Es gibt passend oder unpassend. Und unpassend ist noch nicht mal ganz richtig, weil im Endeffekt gibt es nur passend. Entweder zieht man die passenden Umstände an, das heißt, das passende Denken, Fühlen und Handeln, das die passende Fassade kreiert, in dem Sinne, dass der Mensch bewusst ist und sich als das erfährt im Außen, als was er sich im Inneren weiß, eins sein, und dann ist Außen und Innen schon dasselbe, eins. Oder er zieht die passenden Umstände an, die Leid erzeugen, die Suchen auf der weltlichen oder auf der spirituellen Ebene erzeugen lässt. Und dann ist das auch das Passende, denn das macht ja wach. Das heißt, das Sein, die Quelle, die Essenz, die ist kein Fehler. Jeder kriegt, was er braucht, um zu erkennen, dass er nichts braucht. Der eine braucht einfach nur eine Zeit lang mehr Leid, damit er nach innen geht und wach wird. Und derjenige, der es nicht mehr braucht, dient dann zum Wohle aller und hilft dann scheinbar denjenigen, die noch Leid brauchen. Es ist ein absolut rundes System, könnten wir relativ gesprochen sagen. Das Sein ist kein Fehler. Jetzt ist nur die Frage,
Aufwachen, jetzt oder nie, gestern und morgen nur Gedanken im Kopf. Also, was kannst du tun? Nichts. Denn das, was du für dich hältst, der Ich-Gedanke, den du nicht siehst, mit dem du dich verwechselst, den du aber gerne erkennen möchtest. Und in vielen Fällen ist das so, dass dann ein Gedanke denkt, er könnte wahrnehmen. Und dann ist es so, dass ein Gedanke interpretiert, er könnte Gedanken wahrnehmen. Und dann ist da so ein spiritueller Gedanke, der dann denkt, ah, guck mal, da kommt wieder einer Gedanke und wieder ein Gedanke. Im Endeffekt spielt ein Gedanke Gedanken wahrnehmen oder Gefühle fühlen oder den Körper wahrnehmen und so weiter. Das heißt, alles, was ich hier sage, kann gegriffen werden von diesem Ego, mit dem du dich identifizierst. Und dann kann das im Endeffekt nur die Verhinderung der Suche sein. Genauer gesagt, des Findens sein. Denn die bewusste Suche würde gar kein Problem darstellen. Sobald wir anfangen zu erkennen, dass wir am Suchen sind, ist es schon die bewusste Suche. Die stört überhaupt nicht mehr. Die bewusste Suche ist bereits das Einssein als suchendes Sein. Und dadurch würde es sich natürlich in der Regel schnell auflösen. Das ist das, was ich sagte schon zu Anfang. Im Endeffekt, in der bewussten Wahrnehmung müssen sich die Dinge gar nicht mehr auflösen. Dann sind sie schon vergeben und verziehen. Man identifiziert sich nicht mehr damit. Auf einmal dürfen sie bleiben. Auf einmal weiß man, was Lieben ist. Nur dann lösen sie sich auf, weil der Frequenzbereich nicht mehr stimmt. Wenn du voller Liebe bist, brauchst du keine spirituelle Suche mehr. Die kann dann nicht mehr standhalten, der Energie. Du brauchst auch kein Leid mehr und keine künstlich erschafften Dramen mehr und so weiter. Das brauchst du dann alles nicht mehr. Das heißt, wie Christus schon so schön sagte, der die Fülle hat, dem wird die Fülle gegeben. Das heißt, sobald du bewusst wahrnehmen kannst, das ist eine Story im Kopf, diese Story gibt sich als Ich aus und da sind ein paar Gefühle noch, ein paar Körperempfindungen und das alles zusammen erzeugt nochmal den Glauben, in einer Welt zu leben. Wenn das alles bewusst einfach wahrgenommen wird, jetzt oder nie, dann ist die Deidentifikation schon passiert. Und dieser letzte Hauch von Identifikation, der dich noch glauben lässt, okay, jetzt kann ich das alles bewusst wahrnehmen, dadurch kann ich die Essenz fühlen, die das alles hier ist, was ich wahrnehme, und das fühlt sich absolut friedlich an und da fehlt nichts. Mein Leben hat jetzt eine ganz andere Qualität, indem ich bewusst wahrnehme, was ich nicht bin, kann ich fühlen, was alles ist, und so ist mein Leben absolut harmonisch. Und die Realitätsgestaltung, ja, passende Denken, Fühlen und Handeln und die passenden Ereignisse, ja, es wird immer passender. Aber der letzte Gedanke ist halt noch, mir passiert das alles. Ich bin noch da, ich lebe noch, ich kann noch sterben, ich kann noch wiedergeboren werden. Hier ist ja noch der Körper, also lebe ich ja, bin ich ja. Und deshalb kann ich das jetzt alles so erfahren. Und das ist noch die letzte kleine, hauchdünne Identifikation in dem Ganzen, wo immer noch ein Gedanke denkt, er könnte wahrnehmen, was er nicht ist. Und darum dreht sich eigentlich letztendlich alles, um diesen Wurzelgedanken, den zu durchschauen. Und wenn einer das jetzt tun und üben möchte, wird ja sofort ein neuer Gedanke dazukommen, der jetzt denkt, ich mache das, ich übe das, ich versuche das, ich praktiziere das, ich kann das schaffen. Alles, was ich hier gehört habe, werde ich jetzt versuchen. Und zack, da haben wir wieder ein neues Ich. Ein neues, mit was wir uns dann wieder identifizieren. Das heißt, hier kann man einfach still sein, die Worte wahrnehmen, verstehen, worauf sie hin zeigen, nicht was sie dir geben wollen, zeigen wollen. Der Finger, der zum Mond zeigt, ist nicht der Mond. Das ist ein sehr bekannter Spruch und den kann man sich nochmal genauer anschauen. Das heißt, man kann einfach still sein, in sich reinfühlen, Körperbewusstsein, das Bewusstsein für die Gedanken, für die Emotionen, für das Umfeld. Dann füllt man die Essenz, die Stille, die Präsenz, manche nennen es auch die Energie. Dann kann man wissen, na, da fehlt nichts, das ist eigentlich alles, was passiert oder nicht passiert. Aber auf einmal bemerkt man, ich bin noch da und fühle dieses Sein und deshalb habe ich das Gefühl, manchmal es zu haben und wieder zu verlieren. Zu haben und es wieder zu verlieren. Es kommen Ablenkungen und es geht wieder. Auf einmal kann man sich bewusst sein,
dieses Gefühls oder dieser Energetik von, ich bin noch da und ich erfahre das gerade alles so. Ich erfahre den energetischen Wechsel. Ich verstehe mich als jemand, der in der Welt gesucht hat, der jetzt in der Spiritualität ist, der jetzt nach innen gehen kann, das Sein fühlen kann und spüren kann, dass es nur das Sein gibt. Auf einmal wird diese Instanz auch noch bemerkt als so eine Art Restbestand, als eine Art ganz feines, subtiles Zentrum, was ständig übersehen wird, weil es so selbstverständlich ist. Weil es so selbstverständlich ist, dass der Mensch, wenn er irgendetwas haben, tun, machen oder schaffen will, dass er es gewohnt ist, dass er dafür irgendetwas tun muss, dass es eine Anstrengung braucht, dass es Raum und Zeit braucht. Und auf einmal fällt das alles in dem Moment genau ins Auge. Auf einmal wird gesehen, aha, Körper, die Geschichten, die Emotionen, das Umfeld. Es ist, wie es ist. Die Gedanken haben viele Verbesserungsvorschläge. Gleichzeitig denken sie, das ist zurzeit nicht möglich. Sofort kommen Emotionen, die Leid und Spannung erzeugen. Körper reagiert drauf. Aber da ist etwas, was absolut still ist, dass das einfach alles so wahrnimmt und sein lassen kann. Inklusive des Wissens wahrnimmt, dass hier noch etwas ist, das wahrnimmt. Und dann kann auf einmal der Beobachter, der Wahrnehmende zum Wahrgenommenen werden. Und spätestens dann, wenn der Meditierende, der Spirituelle, der Beobachter, der Seher, der glaubt, hier zuzuhören und das umsetzen zu können, indem er glaubt, es schaffen zu können, wenn der auf einmal zum Gesehenen wird von etwas, was man nicht sehen kann und auch nicht erfahren kann, dann ist da auf einmal nur noch das, was man nicht erfahren kann, als das, was man glaubt, scheinbar zu erfahren. Dann ist alles, was je ist, war und sein wird, diese Stille, von der noch zuvor jemand glaubte, ich habe das, ich fühle das, aber es geht immer wieder. Dann ist das nicht mehr möglich. Weil dann ist da nur noch diese Stille. Dann hat sie keinen Besitzer mehr. Dann gibt es keinen Besitzer mehr, der diese Stille fühlt, hat und verlieren kann. Dann ist das letzte Zentrum durchschaut worden. Dann hat die Aufmerksamkeit ihre volle Aufmerksamkeit bekommen. Und dadurch hat sie sich aufgelöst. Dann ist da nur noch dieser Frieden, diese Stille, das, wo nichts fehlt, als das, was scheinbar sich zeigt. Dann gibt es nur noch Tische und Stühle und Bäume und Sterne und Menschen. Das tägliche Leben ist auf einmal letzte Wahrheit. Glücklich sein ist gar nichts Besonderes mehr. Dann kann man auch erkennen, dass das Leben immer unschuldig war. Die weltliche Ebene war immer Glückseligkeit. Sie war unschuldig. Der ganze Luxus, der hat dich nicht erfüllt, weil du gedacht hast, dass du eine Person bist, die das hier erfährt. In Wahrheit ist der Luxus Einheit, der scheinbar als Luxus passiert. Die weltliche Ebene, die spirituelle Ebene, alle Ebenen, die wir gedanklich erfinden können, sind auf einmal alle das Einssein, Glückseligkeit. Dann kann man mit diesem Finger nicht mehr sagen, irgendwas ist schuld, dass ich unglücklich bin. Dann ist das, was ist, das, was man weiß, Glückseligkeit, Einssein. Weil die Trennung, die war nichts anderes als die Identifizierung mit einem hauchdünnen Gedanken, der dachte, ich lebe, ich erfahre und ich kann es schaffen. Und das ist alles, was ich hier versuche, in diesem Format oder natürlich live in einem energetischen Format, dich fühlend sein zu lassen, in anderen Worten, oder fühlend erkennen zu lassen. Es gibt dafür kein Wort. Alles, was ich sage, hört sich nicht wirklich rund an diesbezüglich. Als Kommunikation können wir es alles mal so stehen lassen. Denn es bringt wirklich nichts, einem Ich-Gedanken, der aus Zeit besteht, die fiktiv ist, ihm mehr Zeit zu geben, damit er es irgendwann mal schaffen kann. Wie soll denn ein Ich-Gedanke es schaffen, bewusster zu werden, erwacht zu werden, besser wahrnehmen zu können? Wie soll denn ein Ich-Gedanke es schaffen, den ganzen Tag über wach und bewusst zu sein und sich zu verbessern? Wie soll überhaupt ein Ich-Gedanke es schaffen zu atmen, wenn der Körper von selber atmet? Wie soll denn ein Ich-Gedanke leben und Kreislauf und alles tun, wenn das doch alles von selber passiert? Im Endeffekt, solange man die Zeit füttert man die Zeit und das Ego wird halt schwerer.
Und da das Göttliche kein Fehler ist, ein schweres Ego tut irgendwann mal in den Armen sehr weh, es immer zu tragen, und dann wird es irgendwann mal automatisch fallen, wenn die Zeit reif ist. Und bis dahin kann ich immer wieder nur darauf verweisen, jetzt oder nie kannst du alle Gedanken, die Emotionen, den Körper und das Umfeld einfach bewusst wahrnehmen, bis der Wahrnehmende von all dem selbst zum Wahrgenommenen wird. Und dann hast du diese Stille nicht mehr. Dann bist du auch diese Stille nicht. Dann gibt es nur noch diese Stille. Und dann ist das Leben das passende Leben. Dann wird automatisch das passende Denken, das passende Fühlen, die passenden Handlungen und die passenden Lebensumstände. Dann brauchst du niemanden mehr, der dir sagt, was gut und was schlecht ist, was passend ist. Dann weißt du ganz genau. Dann schaust du nicht mehr nach links und nach rechts. Ja, wie kann ich denn jetzt hier mehr Applaus bekommen? Die meinen, ich muss das tun. Die sagen, ich muss das tun. Der kriegt einen Pokal, weil er das tut. Und bei mir klatschen die dann nicht, weil ich das nicht tue. Das hat dann alles keine Bedeutung mehr. Die Wahrheit, Glückseligkeit ist nicht übel, ist kein Fehler. Dann hast du die passenden Lebensumstände als das, was du bist, als das Sein. Dann bist du das passende Leben, aber nicht für 100 Jahre. Dieser schöne Spruch vom Buddha: Nie hat es einen Buddha gegeben, der die Welt betreten hat und gelehrt hat. Nur die Toten können die Toten begraben, sagte Christus. Also die Lebenden, die 100 Jahre leben, sind eigentlich die Toten. Die wirklich lebendig sind, von denen Christus und Buddha sprachen, das sind die, die leben ohne zu leben, die nie geboren sind, die immer das sind, was ist, war und sein wird. Und es wird niemals eine Zeit geben, wo irgendwas nicht ist, was gerade hier scheinbar passiert. Und das kann man nur im Herzen spürend wissen. Also das sogenannte Erwachen ist Energie, ist Power, ist Sein, ist das Unbeschreibliche. Und nicht auswendig lernen von Konzepten und dann noch versuchen, diese umzusetzen. Bitte nicht. Gut. Ja, das wollte ich heute nochmal in diesem Update gesagt haben. Und ich hoffe, dass ich dir damit dienen konnte. Und ja, wie immer am Ende dieses Videos verweise ich nochmal für diejenigen, die mehr Unterstützung möchten, in dem Sinne, in Anführungszeichen, auf meine Webseite hin. Die ist natürlich unten markiert, ohne ein zweites .com. Und dort findest du natürlich sogenannte energetische Angebote. Und da kannst du halt schauen. Da gibt es Retreats, da gibt es Live-Satsang, da gibt es Online-Live-Satsang, da gibt es Einzelsitzungen, ein Buch gibt es auch noch im Handel und so weiter. Worauf ich noch vermerken wollte, ist, dass die nächste Veranstaltung in Köln vollständig ausgebucht ist bereits. Und es gibt eventuell noch für den Samstag ein oder maximal zwei freie Plätze. Für den Sonntag ist schon alles ausgebucht. Und das Live-Retreat in Bayern, das ist noch Zeit bis April, aber es ist auch schon fast ausgebucht. Das heißt, nur noch ganz wenig Plätze frei, falls du noch unbedingt dabei sein möchtest. Gut, ansonsten, die Seite ist im Netz, kann man drauf gehen. Darauf wollte ich nur mal kurz hingewiesen haben. Ja. Und so, jetzt am Ende des Videos gibt es nichts zu tun. Es ist vollbracht. Das ist es. Jetzt oder nie. Namaste und bis zum nächsten Mal. Ciao.